Jo Leute, willkommen zu... Hey Commander, can you unplug me? Just for... Okay, ich habe gerade kein Internet, um zu gucken, ob das Video Copyright hat und das Video dann weltweit blockiert wird, deswegen heißt es jetzt hoffen. Ja, ich habe das Ganze eben schon mal angesprochen, deswegen hoffe ich jetzt, dass es klappt. Und zwar werdet ihr euch vielleicht fragen, was auf diesem Kanal jetzt kommen wird, was in Zukunft passieren wird. Erstmal seht ihr, ich habe jetzt einen neuen Schneider bekommen. Ihr seht ja schon, die Videos sind jetzt in 60 FPS. Das liegt daran, dass ich ab sofort mit Adobe Premiere schneide. Vorher habe ich immer mit Camtasia Studio 8 geschnitten. Dort war das Problem, dass dieses Schneiderprogramm eigentlich für 32-Bit geeignet ist. Also für eine 32-Bit-Version. Ein 3-Minuten-Video muss ich in 7 verschiedene Teile aufteilen. Die Teile gingen dann ungefähr 20 bis 30 Sekunden mit ungefähr 20 bis 30 Schnitten. Und ich musste wirklich hoffen, ich musste vor dem PC sein und hoffen, dass das Schneideprogramm beim Rendern dieser 20 Sekunden nicht abschmiert. Das war dadurch eigentlich schon fast unmöglich, weil ich wirklich ein 10-Minuten-Video in so 11 bis 12 Parts aufteilen musste und die dann nachher zusammen rendern musste, weil dieses Schneideprogramm wirklich auch beim Schneiden um die 1000 Mal abgekackt ist. Ich musste einfach ein 3-Minuten-Video in 7 verschiedene Parts aufteilen, diese rendern ungefähr 4-mal meinen PC während des Neustarts. Camtasia Studio 8 ist halt einfach eine frühere Version, aber ich bin wirklich ein sehr, 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 sehr großer Gewöhnungsmensch. Und deswegen fiel es mir jetzt auch schwer, dass ich mir jetzt erstmal das Programm Premiere angewöhnt habe. Ich habe jetzt über eine längere Zeit mir ein bisschen mit dem Programm vertraut gemacht und mich jetzt ein bisschen in dieses Programm reinentwickelt. Und am Ende werde ich auch noch so eine kleine CSGO-Footage-Montage oder sowas. Aber wie gesagt, mit Camtasia, ihr hattet ja meistens immer nur 30 FPS-Videos gesehen. Das Problem bei Camtasia war, dass es halt eben so nur für 30 FPS ist. Und es war wirklich so für mich unmöglich, ein Video richtig zu rendern. Jetzt mit Premiere ist es so schön. Was wird aber zukünftig auf diesem Kanal kommen? Zukünftig auf diesem Kanal wird jetzt nicht nur Minecraft kommen. Aber erstmal kann ich euch beruhigen. Minecraft wird weiterhin auf diesem Kanal kommen. Jedoch will ich wirklich das machen, was YouTube auch ausmacht. Ich will meiner Kreativität wirklich freien Lauf lassen. Ich will mich nicht nur auf eine Sache festlegen, also jetzt nicht nur Minecraft, sondern ich will wirklich das machen, worauf ich gerade Lust habe, wo ich mich kreativ ausleben kann und ja, worauf ich einfach gerade Lust habe. Egal, ob das dann weniger Views bekommt, weil es ist natürlich klar, wenn ich jetzt auf dem MC-Kanal irgendwelche CSGO-Videos oder Meinungsblog-Videos oder Real-Life-Videos oder whatever bringe, dass es natürlich weniger Aufmerksamkeit bekommt. Aber ich will wirklich jetzt etwas machen, wo ich im Nachhinein stolz sein kann, wo ich im Nachhinein wirklich mit Herzblut hinterstecke. So, jetzt aber nicht falsch verstehen. In den Minecraft-Videos waren auch einfach extrem viel Mühe drin. Ich habe wirklich teilweise allein für das CW-Clips, für das Lied, um das rauszusuchen, da haben ja immer Leute geschrieben, dass sie die Lieder in CW-Clips übelst feiern. Ich habe tatsächlich um die 3 bis 4 Stunden manchmal gebraucht, um ein Lied herauszusuchen und habe wirklich ungefähr 3 Stunden lang nur auf YouTube nach irgendeinem guten Lied dafür gesucht. Und das war wirklich extrem schwierig. Aber hinter jedem Video hat wirklich Herzblut gesteckt, hat stundenlanger Schnitt gesteckt. Jedoch fand ich, dass man sich in diesem Minecraft-Bereich jetzt nicht mehr so kreativ weiterentwickeln konnte, wie ich es gern gehabt hätte. Es sind Bedwars-Videos, die von mir eigentlich immer aufwendig geschnitten worden sind, aber ich finde, die Kreativität ist dort ein bisschen in Verruf geraten. Jedoch finde ich, dass YouTube einfach da ist, um seiner Kreativität freien Lauf zu lassen und wirklich einfach das zu machen, worauf man Lust hat. Ich hatte immer Spaß daran, diese zu produzieren, die zu schneiden, die aufzunehmen und whatever. Hatte ich immer Spaß dran. Aber ich will mich in weiteren Bereichen entwickeln. Das bedeutet, es wird jetzt auch sowas kommen wie CSGO-Kill-Montagen, Minecraft-Clips, CSGO-Highlights, Real-Life-Videos, Real-Life-Vlogs, Meinungsblogger-Videos. Dort will ich mich auch ein bisschen in die Meinungsblogger-Szene hineinversetzen und mich dort ein bisschen ausprobieren. Sei es auch irgendwelche stumpfen Challenges oder sowas. Oder whatever, FAQ, irgendwas. Ich will mich einfach wirklich kreativ ausleben und einfach nur Spaß an diesem Kanal haben und wirklich nicht das bringen, was vielleicht die meisten Leute sehen oder so. Ist natürlich eine Sache, wenn ich auf einem MC-Kanal genau das Thema bringe, was die Leute sehen und was die meisten Views bekommt, sage ich mal, dann mache ich natürlich auch den Content, den die meisten sehen wollen. Und wenn er mir Spaß macht, ist daran ja auch nichts verwerflich. Aber ich will mich in jeder Ebene ein bisschen ausprobieren und gar nicht mehr auf sowas wie Views oder sonst was achten, sondern einfach nur etwas produzieren, wo ich im Nachhinein stolz drauf sein kann und wo ich wirklich einfach mit Herz hinterstehe und mich halt, wie gesagt, einfach in den ganzen Szenen auszuprobieren. Wie gesagt, ich benutze jetzt auch Premiere Pro. Das war für mich wirklich ein großer Schritt, weil ich ein sehr, sehr großer Gewöhnungsmensch bin. Es freut mich immer noch mega und bin mega happy an die Leute, die immer noch dabei sind, nachdem ich ungefähr 6-mal inaktiv geworden bin, jedes Mal dann einen Monat kein Video gebracht hat, dann mal 2 Monate kein Video gebracht habe und einfach extrem inaktiv war. Deswegen freut es mich umso mehr wirklich, dass Leute jetzt immer noch, die Leute, die immer noch da sind, danke, wirklich an euch. Vielen Dank. Ich werde in diesem Kanal einfach nur meiner Kreativität freien Lauf lassen, das machen, worauf ich Lust habe und wo ich im Nachhinein extrem stolz drauf bin und werde mich nicht mehr nur auf ein Thema beschränken. Ich werde sowohl Minecraft bringen, sowohl CSGO, sowohl Real-Life-Videos, sowohl Meinungsblog-Videos, als auch whatever. Einfach nur das, worauf ich Lust habe. Deswegen war es das. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Es wird jetzt in Zukunft etwas kommen. Und zwar in vielen verschiedenen Ebenen.
Und nochmal großen Dank wirklich an den Gaumahalti.net-Server für den YouTuber-Rang. Also das habe ich gar nicht gesagt, das ist jetzt 3 Wochen oder so, glaube ich, schon her. Ich habe jetzt gerade kein Internet, um da halt jetzt leider irgendwie was zu zeigen. Aber auf jeden Fall nochmal an der Stelle danke. Ja, wie gesagt, viel Gerede. Jetzt kommt noch die CSGO-Clip. Wie gesagt, sind jetzt die ersten CSGO-Clips mit Premiere. Ab sofort werden die Videos natürlich auch in 60 FPS kommen, weil ich mir das komplette Programm jetzt ein bisschen angeübt habe. Natürlich habe ich das jetzt erst seit, keine Ahnung, und trainiere damit gerade erst noch, weil ich bin einfach ein sehr, sehr, sehr starker Gewöhnungsmensch. Deswegen, ja, habe ich mir jetzt erstmal ein neues Aufnahmeprogramm und Schnittprogramm geholt und das war für mich auch so ein großer Schritt, weil ich wirklich 2 Jahre lang jetzt ungefähr nur mit Camtasia geschnitten habe. Oder 1,5 Jahre. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Hoffentlich nimmt es dieses Mal auf. Lautstärke runter. Did you just try to cut you, man? What the f-